von der Nacht jagen. Ritterkreuzträger Oberleutnant Köster ist am frühen Morgen gelandet. Mit seinen Männern meldet der erfolgreiche Nachtjäger das Ergebnis des Einsatzes. Während die Maschinen wieder startklar gemacht werden, begibt sich der Nachtjäger zur wohlverdienten Ruhe. Um 11 Uhr vormittags ist für ihn schon die Nacht zu Ende. Nächtliche Betreuung ist bei den Nachtjägern besonders wichtig, unter der Höhensonne. Locker Körpers. Der Hauptfeldwebel verteilt die Post. Nach einem Spaziergang mit dem Staffelhund schmeckt das Mittagessen umso besser. Eine Partie Billard. Ein namenloser Künstler. Am frühen Nachmittag beginnt schon wieder der Dienst. Taktischer Unterricht. Unser erfolgreichster Nachtjäger, Eichenlaubträger Major Prinz zu sein Wittgenstein, besichtigt sein Geschwader. Dieser tapfere Nachtjäger starb in der Nacht vom 21. zum 22. Januar den Heldentod. Mit der ersten Dämmerung beginnt die Bereitschaft. Bei der Wetterbesprechung. Sitzbereitschaft in den Aufenthaltsräumen. Je nach Temperament vertreibt man sich diese Stunden vor dem Kampf. Feind im Anflug. Um die Bodenfunkmessgeräte unseres Flugmeldedienstes zu stören, hat der Gegner seit dem Überflug der Küste Stanniolstreifen abgeworfen und versucht, unsere Abwehr zu täuschen. Wo für den Flugmeldedienst das Erkennen der feindlichen Absicht schwer oder unmöglich ist, bildet der Funkmessbeobachtungsdienst die notwendige Ergänzung. Aus Tausenden von Einzelmeldungen der QMB-Stellen ergibt sich für die Auswertungen wie ein Mosaik ein klares Bild der Luftlage. ...19:52 Uhr. Die Spitze des Feindverbandes steht an der Reichsgrenze. Im ganzen Reichsgebiet sind die Nachtjäger bereits gestartet oder in höchster Alarmbereitschaft. 20:05 Uhr sind die ersten bereits in Kampfberührung mit den Feindflugzeugen. 20:20 Uhr. Die Masse der Jagdverbände ist an den Bomberstrom herangeführt. Der einzelne Nachtjäger sucht sich jetzt sein Ziel mit eigenen Mitteln. Dabei helfen ihm die Zielanfluggeräte gegen Nachtjagdwarngeräte und Rundsichtgeräte. Auf der letzten Strecke führt ihn das Lichtensteingerät in die Schussposition. Im Morgengrauen des 21. Januar landet Ritterkreuzträger Hauptmann Fellerer, der innerhalb weniger Stunden 5 Abschüsse erzielte. Allein in 2 Januarnächten vernichteten unsere Nachtjäger mehr als 99 Terrorbomber bei zum Teil ungünstigstem Abwehrwetter. Da schmeckt die Zigarre. Ein heikles Ding, so ein Mikrofon.